weiter geht's. Sind das vorbei? Wir können losmachen. Ja, jetzt kommen noch die beiden an Bord. Na, kommt, springt auf. Hoppeli hopp. Sehr gut. Das Pferd haben wir jetzt nicht, ist nicht so schlimm. Ich muss ja eh zu der Insel zurück. So, Insel Nummer 4. Ein Eremit, der Bär, die Echse und Eisen. Hier gibt's Eisen. Ab hier haben wir die Möglichkeit, das Böse endgültig zu besiegen. Los geht's. Achtung, blödes Geräusch kommt. Ich habe euch vorgewarnt. So. Ich mal hier einen aufsitzen lassen. Bäumchen hier. Nimmst du dir bitte die Münze? Danke. So, wie sieht's hier aus? Aufbauen. Geschüttelt. So. Sehr gut. Hier kommt auch des Weges. Hier könnte ich gleich mal die Mauer ein bisschen weiter vorne hinsetzen. Gut. Auch verbessern. Ja nicht, dass hier die Viecher durchbrechen. Ah, hier ist so ein ekelhafter Steg. Blech. So. Hier auch gleich mal verbessern. Gut, und dann müsste ich ja erstmal die Wiese ein bisschen ausbreiten. Bisschen Zeit. Ich könnte noch ein paar Bäume schlagen. Noch vor der Nacht, dass sich hier das Grün ausbreiten kann oder Wald zurückzieht. Wutsch. Auch schon mal einen Bogen bereitgelegt. Schick, hier ist alles schick. Wir müssten jetzt mal so die Hasennester kommen. Ja, ja, gute Münze. Alles soweit bisher in Ordnung. Hier kann ich verbessern. Da baut er hier noch was. Ach, mal eine Goldmünze gespart. So. Lass ich wieder abwarten. Ah, alle zurückziehen. Und wir warten. Meine hier. Acht Bogenschützen. Sollten erstmal alles aufhalten, was da so kommt. Naja, ihr könntet euch auch ein bisschen bewegen. Ein bisschen schneller bewegen, meine Herren. Sehr gut. Ja, schon in der ersten Nacht kommt einer mit einer Holzmaske. Aber gute Bogenschützen machen das klar. So. Mal. Oh ja, Obdachlosenlager. Sehr gut.
Sehr, sehr gut. Obdachlosenlager. Hier werden jetzt hoffentlich Bäume gehauen. Warum ihr nie mit dem äußersten Baum anfangt? Warum ihr immer im Zentrum anfangt? Ich verstehe es nicht. Der Wald zieht sich nicht zurück, solange da noch ein Baum steht. Ja. Ja. Na kommt. Na kommt. Up. Aus Ewigkeiten. Aus Ewigkeiten. Weil ihr nicht den äußersten Baum als erstes geschlagen habt. War der Überzeugung, ihr müsstet erstmal so einen inneren schlagen. Hier, hier. Fein. Macht er gut so, Jungs. Den da auch weg. Schön nah ran ans Obdachlosenlager. Na, kommt. Schafft er es hier noch? Würde ich eigentlich schaffen, oder? Ah, dann halt nicht. Dann halt nicht. Meine Güte. Mich dann über den Steg hinweg weiter ausbreiten. So. Wuppidiwupp. Sehr gut. Ah, da haben wir schon mal jemanden, der sich um mein Gold kümmert. Hier ist alles gut. Ja, schöne Wiese. Alles schnieki. Alles schnieki. So. Jetzt müssten sie auch nur rechtzeitig zurückkommen, ne? Weil so wie die laufen, also wie er hier läuft, dauert das eine Weile. Der ist ja ganz gemütlich hier angetrabt gekommen. Ach, komm mal einer an. Ja, ich habe sowas von gewusst. Ich habe sowas von gewusst. Weil die bis zur letzten Minute schön gemütlich laufen müssen. Ja, tolle Wurst. So. Oh, ein bisschen nach vorne ziehen. Gut. Ist hier noch einer unterwegs? Noch eine ohne Führerschein? Fahrschein, Entschuldigung, nicht Führerschein. Führerschein haben die sowieso nicht. Keine von denen könnte jemals ein Auto fahren. Nein. So. Ding. Ach, Mist. Bin ich Münzen. Ja, ihr müsstet hier mal ein bisschen Gold verdienen, auch Jungs und Mädchen und geschlechtsneutrale Wesen. Ja, ohne Gold wird das ja nichts. Ja.
die Farm könnte ich da hinbauen, aber die Farm wäre sehr ineffizient, weil der Steg gleich daneben ist. Auf dem Steg kann eigentlich nichts platziert werden. Ja. Schauen wir mal, wie das hier dann aussieht. Ja, auf jeden Fall ist hier eine Gemkiste. Und schon ein böses Portal. Okay. Okay. Nicht so gut. Portale in der Nähe haben ist immer ein bisschen blöd. Ja. Auf dem Steg, da kommen ja auch keine Hasen zustande. Goldmünzen. Ja. Denn würde ich mal sagen, bauen wir mal meine Burg weiter aus. In der Hoffnung, dass ich hier schon irgendwie Katapulte oder sowas mal hinstellen könnte. Sehr schön. Das sind nämlich zwar jetzt auch zwei Bogenschützen, aber irgendwas ist ja immer. Alles schön zurückziehen. Alle hinter das Ganze. Holzkonstrukt bitte. Ja, baut mal fleißig hier. Fleißig, fleißig. Sehr schön. Ja. So. Wir gehen bis hier vorne hin. Gehen bis hier vorne hin. Obdachlose. Obdachlose. Wie sieht das hier aus? Ist hier was Schönes? Oh. Oh. Hier könnte ich schon auf Eisen verbessern. So, das ist gar nicht so schlecht. Eisenmauern sind die besten Mauern. Gibt keine weitere Steigerung. Also es gibt schon dann noch was man machen kann, aber den eigentlichen Verteidigungswert kann man nicht weiter verbessern. Eisenmauern, non plus ultra. So. Bing, 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 bong. Und hier. Warte mal bitte noch ein paar Bäume platt. Danke. Wenigstens ein bisschen Wiese zwischen denen und meinen Mauern ist. Ja, Holzpalisaden. Dass so ein paar kleine Kaninchen noch kommen könnten. Ein paar kleine Kaninchen. Ja. Sehr gut. Alles schick soweit. So. Hier mal bitte eine richtige Mauer hin. Bin ich hier noch irgendwo? Ganz hier vorne könnte ich. Da ist ja das Portal auch gleich, ne? Nee. Also kann ich eigentlich nicht. Eigentlich kann ich nicht. Nein. Diese Mauer hier, die muss dann erstmal stehen. Ja, wie sieht's hier aus? Reicht denn der Inhalt?
Ganz schön teuer. Nur damit ich jetzt eine Burg habe. So. Ja. So weit haut das hin. Zurück hier. Macht es gleich. Möchte ich euch gerne hier dahinter haben. Dann heißt es erstmal Mauern ausbauen, wo ich hier das erste Portal angreife. Weil das kann ordentlich in die Hose gehen, wenn ich zu früh Portal angreife und nur schwache Mauern habe. Piken, sehr gut. Gute Piken. Auf der Seite schon Piken. Hier drüben. Noch nicht so wirklich was Gutes. Nee. Wir warten die Nacht ab. Und dann wird hier auch mit Stein gearbeitet. So, ich dachte, ich könnte jetzt. Gut. Überall mit Stein arbeiten. Weil es gibt es hier nicht mehr. Mauern hochziehen, damit wir gut verteidigen können. Ach, oh, der Jemmy ist schon da. Was ist denn los? Das Schiff hat doch gar nicht angefangen. Ist der schon hier? Ja, dann gut, dann könnte ich hier auch die Kiste schon mal leeren. Dann fütter ich den jetzt einfach schon mal. Ja, ja, ja. Bum, 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 bum. Gute Mauern da hinsetzen. Bogenschützen haben hier gut was zu tun. Alles wunderbar soweit. Kann ich erstmal bekleben. Ja, ihr müsst mal hier anfangen, Mauern hochzuziehen. So. Hier machen wir auch Stein draus. Ja, gut. Kann sie bauen, aber wie gesagt, die ist nicht. Die ist wirklich, wirklich gut. Machen hier Stein draus. Nicht aus Holz. Alles muss mindestens Stein sein. Ah, sehr gut. Katapult. Ist mir lieber als Piken. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil Katapult haut auch mal so einen großen Breeder um. Und Flugviecher, die kommen und direkt in die Flugbahn der Kugel geraten. Die natzen ich auch um. Deswegen, Katapult, muss ich einfach so sagen, besser als Pikeniere. Im Verteidigungsmodus. Pikeniere an sich sind super. Na, wegen hier, Fische aus dem Wasser holen und sowas. Da sind die top. Hier auch ein Katapult hin. Ja,
Ja, baut mal den Katapult. Kann aber sein, dass ich noch so ein, zwei Handwerker bräuchte. Die laufen hier aber von A nach B, aber habe ich genügend? Ja. So, sehr gut. Problem gelöst. Nee, ich hole mir noch so zwei Handwerker, mindestens drei. Ich hole mal drei Handwerker noch mit ins Boot. Jetzt laufen die immer von A nach B. Das ist nicht gut. Nacht vorbei? Nacht vorbei. Hier, Obdachlose für mich gewinnen. Bitteschön. Ja, so viel Hasenfläche gibt's leider nicht. Die hier im Trupp weg oder was? Ja, oh, komisch. Problem ist jetzt wirklich, ich habe nur ein Obdachlosenlager. Müsste sie eigentlich anlocken mit Bäcker. Mit einem Bäcker Obdachlose anlocken, dass die zu mir kommen. Steht soweit. Nur Schweine teuer. Halt nur Schweine teuer. Warte mal. So, zwei Sensen. Ich glaube, passt eh nur einer hin. Wenn überhaupt. Muss auch mal so gehen. Muss einfach mal so gehen. Sehr gut. Naja, ich könnte dieses Obdachlosenlager jetzt auch noch mit einzäunen. Könnte ich natürlich machen. Hätten die dann mehr Fläche? Mach ich vielleicht nach der nächsten Nacht. Dass ich ein bisschen vorrücke. Die einfach zum Jagen mehr Fläche haben. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Wegen diesem blöden Portal. Sehr schön. Hier haben sie auch wirklich guten Jagdgrund. Lange grüne Fläche. So. Sehr schön. Ja, jede Münze, die man in so einen Typen investiert, ist gut investiert. So, alle dahinter. Genau. Nach der Nacht machen wir es erstmal so. So weit nach vorne rücken. Der kleine Bogenschütze kommt doch noch rein. Ja. Kommt jetzt was Böses? Auf jeden Fall Pikenträger stehen parat. Ah, Standard. Sehr gut. Dezimiert. Gut. So. Wir rücken vor. Lass ich mal noch stehen.
Und wenn die die abgetragen haben, dann könnte ich hier das hinstellen. Dann wären wir in der Nähe vom Eisenbergwerk. Gar nicht so schlecht. Ja, haut die Bäume Platz. Dachloser, bitteschön. Abhauen wollt? Nee, den dritten nicht. Und hier einmal hinbauen, bitte. Sehr gut. Zack, gleich mal verbessern. Und da machen wir auch gleich Stein draus. Wundervoll. So, gut. Haben wir einfach mehr Grünfläche. So. Das hier ist schön innerhalb meiner Mauern. So geht das gut voran. Hier kann ich doch gleich mal so eine Mauer draus machen. Verteidigung ist alles. Hätte ich noch einen Handwerker des Weges? War es nicht vorhin drei? Erstmal die Mauer stehen haben. Das ist jetzt das Wichtigste. Da. Sehr gut. Und zack. Noch ein Bürger. Ja, ihr könnt die Bäume gerne noch schlagen. Ich hoffe, ihr zieht euch auch rechtzeitig zurück. Nein. Tun sie halt nicht. Das ist das Schlimme. Wir merken nicht, wann es zu spät ist. Ja. Ein Handwerker hat es gekostet. Das ist aber nicht so schlimm. Ja, siehst du, bist du wieder Bürger. Schöne Sache. Ach ja, hier ist ja noch ein zweites. Gut. War hier jetzt nicht ein Portal, genau. Da war ein ekelhaftes Portal. Ich könnte mich also bis zu diesem Obdachlosenlager vorschlagen. Baum. Nur schon draufhauen. Ich glaube, dafür habe ich noch nicht genug. Das ist nämlich ganz schön teuer. Eisen ist ganz schön teuer. Super teuer. So. Ja. So, jetzt versuchen wir es mal. 20 Münzen. Schweineteuer. Aber freigeschaltet. So. Bing, bong, bong. Und jetzt können wir Mauern aus Eisen anfertigen. Wir können ein Schloss aus Eisen anfertigen. Und noch ein paar andere Dinge. Ja. Lass mal hier gucken. Zack. Hier ist so viel Grünfläche. Ungenutzte Grünfläche.
Ja, ein Farmer. Könnte ich mir schon irgendwie denken, dass da nur einer Platz findet. Der zweite steht bestimmt jetzt doof bei meiner Burg rum. Ja. Der hat nichts zu tun. So. Was ich machen kann? Zu Eisen upgraden. So. Hier ein paar Münzen für mich. Weil weiter vorrücken kann ich noch nicht wegen dem blöden Portal. Dann mal hier das Schiffchen einigermaßen wieder hinstellen. Wer da gerade Interesse dran hat. So. Ja, Piken stehen parat. Ja, warum das Ding so weit außerhalb der Mauer ist, verstehe ich nicht so ganz, aber gut. So, zeig mal die Eisenmauer. Will ich jetzt mal hier zeigen. Dauert eine halbe Ewigkeit, bis die mal aufgestellt ist. Aber sie ist dafür mächtig gewaltig. Da. Das absolute Maximum. Und da oben kann man sehen, der Horntypi, das habe ich eins gemeint mit... Da kann man noch eine Verbesserung machen. Eigentlich kann man dann nur noch ein Horn oben anbringen mit dem Horntypi, den ich noch nicht habe. Und mit dem Horn kann man dann die Einheiten von der anderen Front hierher lotsen. Und sagen, ja, mach dich mal auf den Weg. Aber wie gesagt, das hier weiter steigern kann man das Ding nicht mehr. So, hier könnte man aber noch. Muss mal schauen. Es reicht. Sehr gut. Jetzt sind hier auch Eisenmauern. Und die Bombe. Die Bombe. Mit der Bombe können wir das Böse endgültig vernichten. Das kommt aber erst noch. Das hat jetzt hier noch keinen Wert, weil ich habe den Weg zum Felsportal noch nicht freigekämpft. Aber ja, man kann das Böse jetzt endgültig besiegen. Mit der Bombe. So. Müssen wir mal schauen. Hier. Dich, bitteschön. Kommt hier noch was? Bösartiges? Nö, ne? Gut. Dann können Sie hier wieder vier Bäumchen wegnehmen. So. Jetzt viel Grünfläche vor mir. Ja, so ist das schick. Ja, ich würde gerne noch die Mauer upgraden. Wenn es möglich wäre. Muss mal gucken, reicht es? Ja, gerade so. Der letzten Münze noch. So. Gut, da stand noch ein einzelner Baum, aber was soll's. Ihr baut jetzt erstmal eine schöne Eisenmauer. Das ist jetzt wichtiger. Dann habe ich Eisen, Eisen. Und dann heißt es Ritter. Richtige Ritter diesmal. Ja, das ist ab jetzt hier auf der Insel auch möglich. Muss nur mal gucken. Ich glaube, dazu benötige ich noch mehr eigenes Land. Weil er hat noch die Möglichkeit, seinen Laden hier hinzustellen. So, oh, seht ihr euch an. Mächtig. Mächtig gewaltig. Auch schön mit Eisenmauern. Was hier durch will. Kommt nur. Kommt nur, sag ich da. Jetzt baue ich hier mal eine Backstube. Jetzt reicht's mir. Baue ich hier mal eine Backstube.